Kaeser Kompressoren ist ein dynamisches und stark wachsendes Familienunternehmen mit den Produktionsstandorten Gera und Coburg. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kompressoren und Produkten der Drucklufttechnik. Wir beschäftigen weltweit rund 6.000 Mitarbeiter und sind durch ein eigenes Vertriebs- und Servicenetz sowie exklusive Partnerfirmen global in mehr als 100 Ländern aktiv. Produkte der Drucklufttechnik werden in allen produzierenden Unternehmen aller Branchen eingesetzt. Aktuell wird das Unternehmen in dritter Generation von Thomas Kaeser und Tina Maria Flantusi Kaeser geleitet. Zurzeit befinden sich im gesamten Unternehmen 283 Azubis in Ausbildung, davon 54 in Gera. Wir wollen in die tägliche Arbeitswelt von vier jungen Persönlichkeiten in Gera mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen blicken. Die 17-jährige Vivian Wunderlich ist gerade im zweiten Ausbildungsjahr zur Industriemechanikerin. Auch heute noch sehr ungewöhnlich. In ihrer Ausbildung lernt sie allein unter Männern den Umgang mit handgeführten Werkzeugen zur Herstellung von Werkstücken. Fällt es körperlich schwer, diesen typischen Männerberuf als Frau zu erlernen? Das kommt halt ganz auf die Tagesform bei mir drauf an. Also im Normalfall fällt es mir halt gar nicht schwer. Aber halt, es gibt halt so manche Tage, wo mir die Kraft ein bisschen fehlt. Aber dann gibt es halt immer nette Arbeitskollegen, die einen auch gern zur Seite stehen. Der 19-jährige Hatem Hamoud kommt aus Syrien und absolviert jetzt eine Ausbildung zum Industrieelektriker. Bevor er mit seiner Ausbildung beginnen konnte, musste er zahlreiche Deutschkurse absolvieren. Zusätzlich machte er einen anerkannten Schulabschluss. Zu seinen Tätigkeiten zählt beispielsweise die elektrische Prüfung eines Stromkreises. Auch dieser Beruf wird dual im Unternehmen und der Berufsschule ausgebildet. Wie kommst du in der Berufsschule zurecht? Also weil meine Sprachkenntnisse nicht ganz so gut sind, habe ich manchmal Probleme. Aber ich frage manchmal nach und da bekomme ich Hilfe von dem Lehrer und Lehrern, von den Ausbildern auch. Der Jungfacharbeiter Etienne Lindner hat seine Ausbildung zum Produktionstechnologen bei Kaeser Kompressoren bereits abgeschlossen. Für diesen Beruf ist er von Köln nach Gera gezogen. Wieso hast du dich ausgerechnet in Gera beworben? Ich habe in Köln angefangen, Maschinenbau zu studieren, das Studium dann abgebrochen, habe dann eine Ausbildung gesucht, die Ingenieurstätigkeiten beinhaltet. Das heißt, ich wollte nicht reiner Industriekaufmann werden, aber auch nicht reiner Industriemechaniker. Da ist der Produktionstechnologe ein guter Zwischenweg, finde ich. Hab dann gesucht, bundesweit. Damals, als ich mir das ausgesucht habe, haben uns noch nicht viele Firmen angeboten. Da ich wegziehen musste und mich sowieso darauf eingestellt habe, weit wegzuziehen, habe ich gesagt, wirbst dich auch in Gera. Die haben mich dann genommen und seitdem bin ich hier. Nach Ablauf seiner Bundeswehrkarriere begann Christian Bräutigam noch einmal eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker. Dabei erlernt der 33-Jährige den Umgang mit verschiedenen Werkzeugmaschinen. Dazu gehört auch das Programmieren und Einrichten einer CNC-Fräsmaschine. Warum hast du dich für eine Ausbildung entschlossen? Meine Zeit beim Bund war nach 12 Jahren beendet. Das ist ganz normale Regeldienstzeit, wenn man länger macht. Und man muss sich dann entscheiden, will ich dort weitermachen? Das ist relativ schwierig, Berufssoldat zu werden. Oder suche ich mir jetzt nochmal eine Ausbildung, wenn ich vorher keine hatte. Und da nicht alles vom Bund im Zivilen angerechnet wird als Ausbildung, habe ich gesagt, jetzt nach 12 Jahren machen wir einen Cut, machen eine Ausbildung und bringen das Ganze in geregelte Bahn. Die einzelnen Berufe werden dabei ganz unterschiedlich ausgebildet. Nun ein kleiner Überblick. Also Ausbildung läuft von 3 Teilen. Berufsschule, wo wir theoretisch und die Grundlage für Elektrotechnik lernen. Und auch lernen wir mal Sozialkunde, wirtschaftstheoretisch auch. Und der zweite Teil ist der Ausbildungszentrum, wo wir es auch gleich wie Schule lernen wir auch theoretisch und praktisch, ein paar Übungen auch. Und der dritte Teil ist Firma, wo wir was von der Schule und von der Ausbildungszentrum gelernt haben, verwenden können. Meine Ausbildung lief ab, ich habe angefangen in der Lehrwerkstatt, habe Grundzüge gelernt vom Bohren, Sägen, Feilen, Schleifen, Umgang mit Drehmaschine und Fräsmaschine. Ungefähr 3 Monate. Danach ging es dann zur praktischen Ausbildung rüber ins Werk. Erster Teil war mechanische Fertigung. Wie läuft es ab? Wie kommen Aufträge durch die mechanische Fertigung? Arbeiten in den großen Bearbeitungszentren, in der Kleinteilefertigung und auch in der Rotorenfertigung. Dann in die Aggregatmontage. Wie ist unser Block aufgebaut? Wie wird er montiert? Wie wird er eingelaufen? Dann in die Aggregatmontage, praktisch den nächsten Schritt. Wie kommt der Block auf die Anlage? Wo wird er verbaut? Wie funktionieren unsere Aggregate? Und wie kommen die Aggregate dann anschließend zum Kunden? Dann ging es in die Produktionslogistik.
Wie kommen die Fertigungsaufträge vom Kunden zu uns, von uns in die Fertigung, wie wird dann weiter montiert? Meine Ausbildung beginnt am ersten Tag, indem ich hier mir das Ganze anschaue. Das Werk unten werden wir rumgeführt, dass wir erstmal einen groben Einblick bekommen. Und der erste Teil dann ist ganz normal Handarbeit, sodass wir erstmal die Arbeit mit dem Werkstoff lernen. Das geht dann über in die Arbeit mit den Werkzeugmaschinen, manueller Bedienung und endet im ersten Teil mit der Zwischenprüfung. Nach bestandener Zwischenprüfung kommen wir dann an die CNC-Maschinen, lernen das Ganze und ab dem zweiten Lehrjahr sind wir dann im Werk eingesetzt, um dort die Abläufe kennenzulernen und an CNC-Maschinen unser Wissen zu vertiefen, sodass wir im Nachhinein im Werk weiterarbeiten könnten. Also im ersten Ausbildungsjahr werden einem die Grundtechniken beigebracht, wie Bohren, Schleifen, Drehen, Fräsen und Schweißen. Und dann guckt man halt drüben in die verschiedenen Abteilungen rein und lernt das halt auch so ein bisschen mit kennen, was die da drüben so machen. Zusätzlich werden bei Käser in Gera noch Mechatroniker, Fachkräfte für Metalltechnik, Industriekaufleute und Fachlageristen ausgebildet. Auch der Personalreferent Peter Jenert beschäftigt sich mit dem Thema Ausbildung. Ja, Käser Kompressoren lebt natürlich bei der Suche von Auszubildenden am allergrößten Teil von seinem eigenen Ruf. Also wir machen eine sehr gute Ausbildung und sorgen natürlich auch dafür, dass sich das rumspricht. Als allererstes sind da immer genannt die Mitarbeiter und ihre Familien. Wir haben ungefähr 380 Mitarbeiter hier am Standort, die natürlich Familie und Bekannte haben und den Ruf unserer Ausbildung auch in die Stadt und ums Umland tragen. Und die meisten Auszubildenden oder Bewerber auf Ausbildungsstellen haben dadurch auch von Käser erfahren. Zum Weiteren flankieren wir diesen Ruf natürlich mit Personalmarketingmaßnahmen. Das heißt, wir sind auf diversen Jobbörsen im Internet vertreten. Wir bedienen die regionalen Messen. Eine ist jetzt in Gera gerade vorbei, die nächste folgt in Schmölln bald, wo wir potenzielle Bewerber über Ausbildung bei Käser informieren. Und last but least haben wir noch unsere beiden Schulpartnerschaften hier mit zwei angrenzenden Schulen, der Otto-Dix-Schule in Untermhaus und der Biblacher Schule in Biblach natürlich, womit wir Lernpartnerschaften pflegen und die Schüler dort natürlich auch das Unternehmen sehr genau kennenlernen. Diese Meinung können wir nur bestätigen und noch einiges hinzufügen. Die Wege für Azubis zu Käser-Kompressoren sind sehr vielseitig. Voraussetzung sind unter anderem eine ausdrucksstarke Bewerbung, ein Einstellungstest und ein Vorstellungsgespräch. Käser-Kompressoren stellt sich jedes Jahr auf die verschiedenen Berufsausbildungsmessen vor und war im Jahr 2014 auch bei mir in der Heimatstadt Schmölln. Dort hat der Herr Hermann das Ganze vorgestellt. Und ich war von der Vorstellung her soweit angetan und habe mir das Ganze dann hier am Tag der offenen Tür nochmal angeschaut, um dann für mich zu entscheiden, das passt für mich, um hier meine Ausbildung zu beginnen. Also der erste Tipp habe ich von der Arbeitsamt bekommen und danach habe ich den gehört, das gab es den Tag der offenen Tür hier bei Käse. Da bin ich hingekommen und haben wir Durchgangs hier bei der Firma gemacht und danach habe ich gefragt, ob ich eine Ausbildung machen kann. Da habe ich eine Einladung bekommen vor der zweiten Tag in der Firma, da, bei der Ausbildungszentrum. Und da habe ich Herr Werner getroffen und haben mir über Ausbildungszentrum gezeigt. Und dann habe die Karte und habe mir eine Bewerbung geschickt, ob ich ein Praktikum machen kann, weil ich weiß nicht, was für einen Beruf hier gibt. Und danach habe ich mich als Industrieelektriker gewählt. Also. Durch einen Klassenkamerad, der hat das in der Schule vorgestellt und dann habe ich halt das erste Mal von Käser überhaupt gehört, habe dann hier ein Praktikum in den Sommerferien gemacht, war halt auch zweimal bei der IHK dabei und habe mich dann daraufhin hier beworben. Für die Bewerber ist es nicht nur wichtig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sondern auch die Aussicht auf eine anschließende Übernahme. Das versucht das Unternehmen jedem zu ermöglichen. Wir bilden hier am Standort Gera rund 50 Auszubildende aus. Mit Coburg zusammen haben wir 300. In
Deutschland hat Kaeser Kompressoren 3000 Mitarbeiter, sodass wir eine Ausbildungsquote von 10% haben. Rechnerisch können wir jedem Auszubildenden, ob der nun in Gera oder in Coburg ausgebildet wurde, eine Arbeitsstelle dann auch in Deutschland anbieten, wenn sie auch flexibel genug sind, an die Standorte Coburg, Gera oder in die Niederlassungen auch zu gehen. Die Prämisse ist immer, dass seine Ausbildung ordentlich abgeschlossen wurde. Genau dieses Ziel wird von den Azubis angestrebt. Aber auch bei Facharbeitern besteht Interesse an Weiterbildungen. Na, am besten wäre halt natürlich, dass ich bei Kaeser übernommen würde. Und sonst muss ich halt mal gucken, wie es dann weitergeht. Also jetzt mein erster Ziel ist, dass ich den Abschlussprüfung gut bestehe. Und wenn ich gut bestehen kann, überlege ich mir, ob ich vielleicht mich weiter qualifiziere. Aktuell suche ich wieder nach einer Fortbildung zum Prozessmanager. Ich hatte mich jetzt schon zu einer angemeldet, da ist der Kurs leider nicht zustande gekommen, weil zu wenig Teilnehmer da waren. Ich bin jetzt aber aktuell wieder auf der Suche, konkret welchen anderen Kurs ich nehmen kann, dass ich das jetzt zeitnah anfangen kann. Also Plan ist jetzt eigentlich Start Oktober 18. Wenn ich jetzt meine Ausbildung beendet habe, werde ich im Werk unten übernommen und kann dann im Bereich der Fräserei ganz normal weiterarbeiten. Das waren die kurzen Eindrücke aus dem täglichen Arbeitsleben der vier Auszubildenden und Jungfacharbeiter. Wir hoffen, dass Sie einen genaueren Einblick in die Vielfalt der Ausbildung bei Kaeser gewinnen konnten.